Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Heute wollen wir uns die 10 Mario-Herausforderungen mal geben. Das heißt, wir haben jetzt 10 Leben und müssen es bis zu Bowser schaffen. Admiral Peach wird entführt. Prinzessin Peach wird entführt. Was ganz, ganz, ganz Innovatives. Wir haben 10 Leben und wir wollen hier durch. Schaffen wir das? Hoffentlich. Röhre nach drüben. Klingt ja schon mal ganz okay. Röhre nach drüben. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben nur 10 Leben so gesehen. Können natürlich, wenn wir 3 Leben in einer Welt, in einem Level sammeln. Oh mein Gott, könnte das ein gutes Level sein? Das ist... Gefällt mir. Jetzt schon mal. Bitte, dass es noch mehr kommt. Scheiße, das war läuft verkehrt, oder? Nee, es geht doch von der Seite. Er hat daran gedacht, dass man sich auf verbaut. Das ist, muss man sogar von der Seite machen. Okay. Oh, geil. Direkt ein gutes Level zum Anfang. Hebt doch die Stimmung ein bisschen. Für mich auf jeden Fall. Pilze, Pilz, mehr Pilze. Brauche ich auch unbedingt. Oh, ich möchte unbedingt so viele Materialien sammeln. Ich möchte unbedingt mehr bauen. Ganz ehrlich gesagt, schönes Level. Hat auf jeden Fall Potenzial, der junge Mann. Und damit er noch mehr so eine schöne, oder beziehungsweise noch schönere und noch längere Level baut. Achso, dieses Level wurde ein Beispiellevel beim Speicherbot hinzugefügt. Aber das sind alles, achso, das sind nur Beispiellevel jetzt. Deswegen ist es so okay gewesen. Das ist jetzt alles nur Beispiellevel? Ich meine, okay, dann... Gib ihm, dann spielen wir jetzt Beispiellevel. Dorf. Scheint Beispiellevel zu sein. Ja, es scheint tatsächlich Beispiellevel zu sein. Okay. Gut, dann ist natürlich kein Wunder, dass sie so gut sind. Da-dun. Danke. Leben. Feuer. Kamin des Todes. Hund. Hund. Tot. Yes! Ach, da oben kriegt man auch nochmal. Ah, okay, das ist gut. Natürlich auch schön zu wissen. Ach so, das hier sind die Beispiellevel. Ja, das wusste ich ja vorher nicht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die natürlich zuerst gespielt. Konnte ich aber nicht wissen. Von daher. Sorry. 1-1 Remix Oberwelt. Okay, das ist 1-1 ein Remix. Brr, brr. Gumba. Ja, genau, in die Röhre konnte man rein. Das war, wusste ich. Oh! Alter! Yeah! 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 Disco des Todes! Woo! Danke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bam, bam. Riesengumba. Der zerplatzt. Mit Konfetti. Yes. Gut, okay. Also die Beispiellevel zeigen auf jeden Fall, es kann aus diesem Projekt, dieses Spiel kann was werden. Hätte ich mal im ersten Part zeigen sollen. Ah, aber ich wusste es ja nicht. Ich sage einfach immer die ganze Zeit, ich wusste es ja nicht. Ich wusste, ich habe den Schlüpf durch den Buhu-Kreis. Oh Gott. Nein! Das war dumm. Da wollte ich springen. Habe aber einen Wandsprung hingelegt. Das ist ein Wandsprung. Ich wollte gar keinen Wandsprung machen, eigentlich. Frage ist natürlich, wenn ich jetzt echt nochmal eine 10er-Herausforderung mache, sind das denn andere Level oder sind das immer hier nur dieselben? Das ist natürlich eine Frage, die durchaus, denke ich, berechtigt ist. Oder? Ja, oder? Ja. Denke ich mal schon. Denke ich mal schon, dass sie berechtigt sein wird. Und meine Stimme lässt tatsächlich ein bisschen nach. Ich merke das schon. Ich habe vorhin 5 Stunden gestreamt. Oder 4. 4 Stunden. Kann auch nur 4 Stunden gewesen sein. Und, oh, Mario Bros. 3. Endlich. Ein gutes Mario Bros. 3 Level wäre das. Oh, da kommt irgendwas raus. Und, das ist jetzt ja auch schon der
vierte Part, den ich aufnehme. Von daher... Bin ich natürlich ein bisschen... Ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen? Gib ich zu. Sorry dafür. Aber ich denke mal... Können wir alle mit leben. So, jetzt ist natürlich die Frage... Ach so, okay, ich muss natürlich auf den P-Switch warten. Alles klar. Ich verstehe. Ich warte einfach auf den P-Switch. Ich verfolge den P-Switch. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh, guck mal, der Mounty wohl. Da kommt er, der P-Switch. Da kommt er. Woo! Sehr schön. So will man das haben. So will man das haben. Hätte jetzt auch ein richtiges Mario Bros. 3 Level gefeiert, aber hey. Man kann auch nicht alles haben, oder? Nee. Ich glaube, eher nicht. Schalte an, schalte aus. Krasser Name. Mario World. Nehmen wir mal mit. Ist es vielleicht besser so? Oha. Ich bin ein Idiot, oder? Ich bin ein fucking Idiot. Hey, I don't care. Muss auch rein. Ah, P-Switch. Oh Gott, das war gerade knapp. Ach so. Kommt noch einer raus? Ja, kommt. Okay, weiter. Das mit dem Feuerwerk und so weiter gefällt mir sehr gut. Gefällt mir. Muss ich wirklich sagen. Muss ich unbedingt irgendwie in meine spätere Level einbauen. Unbedingt. So mit Feuerwerk und ich so. Woo! Oh, das wird super. Das wird einfach super. Mann, fucking Stimme, ich hasse das ja. 1-1 Remix Waschbär Mario. Ach so. Ein Level, was ich kenne, was mir auch Spaß macht zu spielen. Waschbär Mario. Hi! Ihr wart letztes Mal nicht da, so hoch. Ihr wart auch letztes Mal nicht so hoch. Was geht ab? Yes! Okay. Oh Gott. Oh nein! Scheiße, da habe ich auf einmal direkt Schwung verloren. Ich wollte ein bisschen Schwung holen und wollte mal gucken, was da oben ist. Da oben war ja offensichtlich was. Ich weiß gar nicht, ob das da immer ist, da oben. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Schwung. Den wir hier mal ganz alle Gumbas zur Strecke bringen. Ah doch, das hier oben war ja schon. War hier nicht irgendwas drin? Boah, P-Switch. Und Ende! Dumm. Ah, wunderbar. Weiter. Alligator. Oh, letzte Level schon. Woo! Remix 1-4 Festung. Okay, das ist also die erste Burg. Normalerweise.
Ich bin in Mario Bros. 1 scheiße. Spoiler. Nein, bin ich wirklich. Ich weiß, man sieht es mir vielleicht gerade nicht so an, aber ich bin in erst Mario Bros. Echt scheiße. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen Pilz bekommen. Alles ist gut. Alles ist tutti frutti. Ah. Wow. Bleib mal ein bisschen. Achso, wir sind zur Sicherheit natürlich auch noch Bowser. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich liebe das Amiibo-Skins. Oh, Zucker. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Gibt es davon noch mehr? Oder war es das jetzt schon? Sehen wir ja jetzt. Es ist Todd. Mario Princess wurde in eine andere Festung gebracht. Sorry, but your Princess. Excuse me, Princess. Is in another castle. Fortsetzung folgt. Natürlich. Da oben ist ein Hund gerade geflogen, oder? Oder hat mir das gerade eingebildet? Herzlichen Glückwunsch, ihr bewältigt jetzt 10 Mal raus von. Es gibt viele verschiedene Level, darunter einige ziemlich verrückte. Es lohnt sich also, es immer wieder zu versuchen. Es gibt also noch... Oh, mein Ricky Bros 1 wurde von Bint hier gespielt. Hat einen Kommentar erhalten. Wisst ihr was? Da schauen wir mal ganz kurz rein. Und das nächste Mal spielen wir nochmal diese... Diese 10er Mario Level gefallen mir hier. Den machen wir nächstes Mal nochmal. Und dann gucken wir uns irgendwann mal, weil dann warte ich ein bisschen. Dann muss ich so ein bisschen warten. Oh Gott. Wurde von 3 Nutzer. Wir sehen uns das mal an, ganz kurz. Mal ganz kurz erklären. Wir machen beim nächsten Mal nochmal 10er. Und dann spielen wir welche aus der normalen Welt. Weil im Moment ist es halt so, Stern gegeben. Korn hat keinen Stern gegeben, die Sau. Habe ich genau, sehe genau, keinen Stern gegeben. Du Schwein. Aha. Korn gibt also keinen Stern. Was ist denn hier mit? Kommentare. Da gibt es gar keine Kommentare. Da gibt es keine Kommentare. Nee, das ist halt einfach so. Wir werden dann was spielen, weil es gibt dann einfach bessere Sachen. So. Vor einer Stunde. Mitteilungen. Da. So, vor Ricky einer Stunde. So. Ease. Best Level EU. Hashtag Ricky the Best. Nice one. Na, immerhin. Das gefällt mir doch schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Ne, Nachrichten wollte ich jetzt nicht gucken unbedingt. Nein, was? Bin ich in den Kommentaren zugefügt? Nö. Gut. Ja. Also ich hoffe, dass das könnt ihr verstehen. Das ist ja nicht alles gespielt. Rotz, Geo und Zocker. Okay. Gut. Dann, würde ich einfach mal sagen, war es das für diesen Part? Wie gesagt, beim nächsten Mal nochmal eine 10er Herausforderung und danach gibt es dann hoffentlich gute Level von der Community. Ich hoffe, der Part hat gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Mario Maker. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö.